Online-Routenimport. Sie können diesen Dienst im Skoda Connect-Portal nutzen, um Ihre Reisen zu planen und Ihre Routen an Ihr Fahrzeug zu senden. Wählen Sie die Kachel Reiseplaner. Finden Sie nun Ihr gewünschtes Ziel entweder direkt auf der Karte durch die Auswahl einer Kategorie von nahegelegenen Orten oder über die Suchleiste. Wenn Sie auf die Schaltfläche Navigieren klicken, sehen Sie eine Übersicht Ihrer Reise. Wenn Sie Zwischenstopps hinzufügen möchten, können Sie dies einfach tun, indem Sie auf Zur Fahrt hinzufügen klicken. Sie können bis zu 10 Zwischenstopps hinzufügen. Wenn Sie die Reihenfolge der Zwischenstopps neu anordnen möchten, ziehen Sie einfach einen bestimmten Zwischenstopp und platzieren ihn an der gewünschten Stelle. Klicken Sie auf die Schaltfläche Überblick und dann auf Senden, um die Route an Ihr Fahrzeug zu übertragen. Sie können nun der Route einen Namen geben. Drücken Sie abschließend Bestätigen. Ihre Route wird an das Navigationssystem in Ihrem Fahrzeug gesendet. Sie können importierte Routen im Skoda Connect-Portal speichern. Klicken Sie dafür auf Skoda Connect, wählen Sie Routen und klicken Sie auf die Schaltfläche Routen importieren. Klicken Sie auf Abrufen, um die neuen Routen abzurufen. Alternativ können Sie die Navigationstaste drücken, dann Meine Ziele und anschließend Routen. Wählen Sie Meine Ziele, nachdem Sie auf die neu gespeicherte Route geklickt haben, und wählen Sie Routen. Drücken Sie nun Start, um mit der Navigation zu beginnen.